Im Bahnhof von Luzern in der Schweiz hat am Montagvormittag ein Zug aus Zürich einen Prellbock gerammt. Dabei wurden 12 Personen in dem Interregio leicht verletzt. Mehrere Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Offenbar waren die meisten Passagiere bereits aufgestanden, als der Lokführer nicht rechtzeitig bremsen konnte. Die Unfallursache wird jetzt untersucht.